Ja, herzlich willkommen zu meinem ersten Interview und öffentlichen Podcast mit meinem Gast. Und wie immer wird es hier darum gehen, euch neue Tools und Hilfsmittel vorzustellen, mit denen man sich aus tiefsten Tälern wieder nach oben bringt. Und nicht jedem gelingt es, aus diesen Talsohlen wieder herauszukommen und das Leben völlig neu zu kreieren. Iris Günnicker, ist es gelungen und ich freue mich, Sie heute zu diesem Thema interviewen zu dürfen. Iris, magst du dich kurz vorstellen? Hallo, Friederike, danke schön. Ich freue mich erstmal, dass ich hier sein darf in deinem Interview und erzähle mal ganz kurz etwas von mir. Ich arbeite als Life- und Business Coach und begleite Menschen darin, in ein erfülltes Leben zurückzufinden, entweder nach einem Burnout oder nach einer Krise. Auch insbesondere Unternehmer, die in eine persönliche Krise geraten sind, sind meine Kunden. Genau. Und du warst auch schon immer Unternehmerin und auch sehr erfolgreich und hattest deine eigenen Pläne und bist sehr zielstrebig auf deine Ziele zugegangen. Und dann ereilte dich selbst ein Burnout. Ist das richtig? Kannst du kurz beschreiben, wie das dazu kam? Ja, richtig, genau. Also, wie du schon beschrieben hast, bin ich eigentlich schon seit 1990 als Unternehmerin unterwegs. Bin auch relativ früh in die Selbstständigkeit gegangen, weil ich eben ein Machertyp bin. Ich denke, das ist mir die Voraussetzung. Nicht unbedingt der Machertyp, aber letztendlich sagt man eigentlich, man muss vorher gebrannt haben, bevor ich ausbrennen kann, nämlich den Burnout bekommen kann überhaupt. Ja. Und der Ja. Machertyp, den ich eben halt bin, ist prädestiniert dazu. Letztendlich, ich hatte ein Unternehmen zum Schluss mit 13 Mitarbeitern, habe viel gearbeitet. Und die Gefahr des Machertyps ist einfach, dass ich, vielleicht mal kurz zur Beschreibung, der Machertyp liebt die Herausforderung, hat gerne viele Bälle gleichzeitig in der Luft und hat auch einen hohen Anspruch an sich selbst und andere. Und diese Kombination ist natürlich geradezu geeignet dafür zum Ausbrennen, dass ich eben immer mehr tue, als ich eigentlich machen muss. Ne? Und auch mit Ja. den vielen Wellen gleichzeitig, dass ich die Gefahr des Verzettelns auch da ist. Das heißt, ich kann Routine eigentlich aushalten als Machertyp. Ich brauche ständig Bewegung, immer Herausforderungen. Das heißt, ich tue eigentlich immer grundsätzlich mehr, als ich tun muss. Und das führt natürlich dazu, dass ich auch gerne mich engagiere und viel arbeite. Und die Gefahr besteht dann irgendwann, dass ich meine eigenen Bedürfnisse vernachlässige, den Ausgleich vernachlässige. Und da kommt dann eben die Gefahr des Burnouts Ja, auf einen zu. und das ist bei dir passiert, ne? Das hast du so Genau. richtig schön durchlebt. Richtig. Ja, und dann habe ich von dir mal so gehört, dass du mal so gesagt hast dazu, ja, zum Glück ist mir das widerfahren. Und dazu muss man ja sagen, Burnout ist ja nicht etwas, was man gerne haben möchte oder was man anstrebt. Aber du sagst im Nachhinein, es war Glück und kannst du beschreiben, warum es für dich Glück war oder was daran für dich Glück war? Ja, wie gesagt, ich war als Machertyp auf der Überholspur unterwegs und der Punkt ist einfach, dass man. Also der Burnout ist ja ein Prozess, der geht ja nicht, man ist auf einmal krank, sondern das kann über Jahre gehen. Und ich habe natürlich auch, kann man eigentlich sagen, fast 20 Jahre auf der Überholspur gelebt. Und das Glück war für mich einfach, dass ich innegehalten habe, weil ich war letztendlich genau in diesem Teufelskreis, in diesem Hamsterrad gefangen und habe es auch selbst gar nicht mehr gemerkt. Und der Burnout oder auch eine andere Krise, sage ich mal einfach so, geschieht nicht ohne Sinn. Es geht eben einfach immer darum, wenn mir eine Krise widerfährt, dass ein Zeichen ist, dass ich etwas lebe, was mir nicht mehr gut tut und das Innehalten angesagt ist. Und ich bin eben aufgewacht in dem Moment. Ja. Es hat natürlich eine Weile gedauert, bin ich sofort, dass ich das als positiv erkannt habe. Das ist natürlich auch ein Prozess. Ich war immer kerngesund und für mich kam es eigentlich überhaupt nie in die Frage, dass ich mal krank werden oder mich etwas schwierige Krankheit ereilen würde. Aber wie gesagt, es war für mich jetzt eine Gelegenheit, es mal anders zu kennenzulernen und eben auch aufzuwachen, was ich bisher gelebt habe, in Frage zu stellen.
Ja, bevor ich jetzt so ein bisschen nochmal nachfrage, wie dann die Symptomatik war, möchte ich doch nochmal genauer wissen, inwiefern du sagst, ja, das war wirklich ein Glück. Also so wie ich das von dir erlebt habe, hast du dadurch ja irgendetwas ganz Neues erfahren können, was du vorher ja so in der Weise nicht kanntest, oder? Das muss man, ja, es muss ein bisschen weiter ausholen, ansonsten erkennt man das, versteht man es vielleicht auch nicht, weil es gibt ja viele Unternehmer, die in meiner Situation mit Sicherheit auch der Zeit stecken. Ja? Ja. Weil im Endeffekt, sage ich mal, wenn ich mich im Hamsterrad befinde, also leider auch gerade unsere moderne Welt, das schneller, weiter, höher, sage ich mal einfach so. Und solange man erfolgreich ist, stellt man ja gar nicht in Frage, dass man etwas Verkehrtes tut, beziehungsweise etwas tut, was einem gesundheitlich nicht gut tut. Ja. Ja. Zum Burnout-Prozess fragst du mich bestimmt hinterher noch, deswegen will ich da nicht vorgreifen. Genau. Ja. Wie gesagt, die meisten Menschen brauchen wirklich eine Krise, um aufzuwachen, innezuhalten, wenn sie im Teufelsrad, Hamsterrad befinden. Weil zum einen möchte man es sich natürlich selber nicht eingestehen. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Zum zweiten erkennt man es vielleicht gar nicht, dass man im Hamsterrad ist, weil es ist ja eigentlich das, was man tun möchte. Man möchte erfolgreich sein, man möchte unternehmen, man möchte vorne rangehen, vorangehen. Ich sage immer so gerne auf der Überholspur unterwegs. Viele sehen da was Positives dran. Ja, ich muss im Nachhinein sagen, natürlich ist es gut und schön, wenn ich das richtige Maß noch finde. Ja? Ansonsten ist für mich Überholspur negativ besetzt. Inzwischen muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt nach der Erfahrung, was ich heute lebe, weil gerade die Geschwindigkeit, mit der ich unterwegs bin, führt ja letztendlich dazu, dass ich ausbrennen könnte. Ja? Ja. Und natürlich dann immer nur, wenn ich den Ausgleich vernachlässige, meine eigenen Bedürfnisse vernachlässige. Also wenn ich, so wie ich zum Schluss, ich habe 80 bis 100 Stunden gearbeitet, es gab kein Privatleben mehr, keine Lebensqualität mehr. Die Zeit, mein Mann war mit im Unternehmen, wir haben eigentlich nur noch gearbeitet, die letzten 2 Jahre, bevor es dann zu Erschöpfung gekommen ist. Ja. Ja. Und es ist ja kein Leben. Ja, keiner kann mir erzählen, dass das ist, was er sich als Unternehmer mal vorgestellt hat, nur noch zu arbeiten, nur noch im Hamsterrad zu laufen, egal, sage ich mal, ob ich erfolgreich bin und das Geld stimmt. Aber letztendlich zählt die Lebensqualität, das Leben zu genießen. Und das war definitiv nicht mehr gegeben. Wir hatten ein Haus, wir hatten ein Firmengebäude, wir hatten ein Unternehmen mit 13 Mitarbeitern. Das Geld stimmte, wir konnten uns immer nur ausreichend, vielleicht noch unüblich anderen Unternehmern gegenüber, haben wir uns 6 Wochen Urlaub im Jahr gegönnt. Ja? Aber selbst Ja. die mal 3 Wochen, die wir uns im Sommer das letzte Mal gegönnt haben, haben nicht mehr ausgereicht, um einen Erholungseffekt zu spüren. Und das mache ich eben auch mit Glück. Also im Nachhinein, ich kann mir gar nicht vorstellen, warum ich dieses Leben überhaupt so lange gelebt habe. Ja? Das ist für mich heutzutage überhaupt nicht mehr vorstellbar. Und deswegen ist es für mich ein Glück, dass es mir passiert ist. Ja, das leuchtet mir jetzt sehr ein und ich muss sagen, ich habe das auch schon von vielen gehört und das Wort selbstständig ist schon belegt mit dem Synonym selbst und ständig. Das hat man auch schon öfter jetzt so gehört. Also die Leute, die selbstständig unterwegs sind, die kennen diese Falle auf jeden Fall, bin ich sicher. Also die meisten, die mehr als 3 Jahre das durchmachen, wissen, wie das ist, ein Unternehmen aufzubauen und zu gründen. Und ja, das ist die Frage für mich natürlich auch, wie kommt man letztendlich dann überhaupt aus so etwas heraus, ne? Also das bezieht sich jetzt noch ein bisschen mehr auf diesen ganz individuellen Weg zum Burnout selbst, werde ich dich nachher noch was fragen, aber wie würdest du im ersten Schritt sagen, bist du eigentlich rausgekommen überhaupt? Ja, für mich war es erstmal, wie wahrscheinlich für jeden, der in einen Burnout geraten ist, also wie gesagt, der Burnout-Prozess, wir gehen später noch mal drauf ein, aber irgendwann kommt dann die eigentliche Erschöpfung, wo nichts mehr geht. Ja, das heißt, bei mir war es, die Symptome sind beim Burnout sehr unterschiedlich. Es gibt über 150 Symptome. Burnout selber ist ja keine Krankheit in dem Sinne, sondern Überbegriff. Aber Ja. diese eigentliche Erschöpfung, die irgendwann zum Schluss kommt,
die holt jeden halt ein, der dann eben bis zu diesem Punkt weitermacht. Und bei mir war es von den Symptomen der Erschöpfung so, dass ich den Körper nicht mehr belasten konnte. Ich wusste von heute auf morgen, jetzt ist was nicht mehr in Ordnung. Ne? Und ich hätte jetzt auch den Körper nicht mehr belasten können. Ich konnte nicht mal mehr, sage ich mal, 5 Minuten spazieren zu gehen, ohne das Gefühl zu haben, ich breche jetzt gleich zusammen. Ja? Oh ja. Als Beispiel mal bei mir jetzt von der Symptomatik. Ansonsten, gut. Ich brauche erstmal 3 bis 4 Monate überhaupt einzugestehen, dass es jetzt eine längere Auszeit ist. Ich bin natürlich sofort zum Arzt und in Therapie gegangen, aber ich hatte natürlich ein Unternehmen mit 13 Mitarbeitern, wo ich auch sehr stark in der Verantwortung war, auch mehr Rollen eingenommen hatte. Ich hatte die Geschäftsführung, ich hatte die Personalführung und, und. Dann dazu kam ein Mitarbeiterausfall, ich musste den Vertrieb zu dem Zeitpunkt übernehmen. Und deswegen brauche ich erstmal eine gewisse Zeit, überhaupt mir einzugestehen, weil ich auch nie krank gewesen bin, dass jetzt eine längere Auszeit bevorsteht. Und die Therapeutin konnte mir nur eins sagen, der Weg aus dem Burnout dauert genauso lange, wie sie hinein gebraucht haben. Jetzt wusste ich natürlich, dass ich schon sehr lange auf der Überholspur war. Ja. Letztendlich bis zur hundertprozentigen Gesundung hat es bei mir 3,5 Jahre gedauert. Das heißt jetzt nicht, dass ich bis 3,5 Jahre in der Erschöpfung festgehalten habe, aber ich hatte immer das Gefühl, jahrelang, dass ich nur 60% meiner Energie, meiner Kraft wieder habe, hatte auch immer noch Symptome, wie zum Beispiel Konzentrationsstörungen und Schlafstörungen, die haben mich lange begleitet. Und dadurch konnte ich, war ich auch nicht zu 100% wieder belastbar. Und deswegen habe ich auch über eigentlich diese 3,5 Jahre auch abgewartet bis zur vollkommenen Gesundung, bis ich überhaupt wieder ins Unternehmensbusiness eingestiegen bin. Das kam Das vorher überhaupt nicht für mich in Frage. Ja. können ja viele Leute gar nicht machen, weil viele Leute leben, brauchen ja die Einnahmen. Gab es bei dir dann eine Situation, die dir geholfen hat, auch trotzdem zu sagen, so gut, ich mache das jetzt trotzdem, ich bin jetzt burnoutet, ich Ja. stehe dazu und ich finde auch finanziellen Weg, das so durchzustehen und das hat ja offensichtlich irgendwie funktioniert, ne? Das Ja, funktioniert auch gut. nicht bei jedem. Das ist richtig, ja. Also leider ist es so, dass auch die Krankenkassen natürlich aufgrund der Kosten, gerade wenn ich angestellt bin, ja, ich habe ja auch mit einigen Burnout-Klienten ja auch gearbeitet, obwohl es nicht jetzt mein Thema ist, speziell mit dem Burnout zu arbeiten, das überlasse ich lieber Therapeuten und Ärzten. Es ist halt so, dass, sorry, wie war deine Frage, Friederike, jetzt? Ja, wie war dann in so einer Situation? Ich meine, das gehört jetzt vielleicht nicht mehr ganz zum Thema, aber Ja. das, ich weiß, dass es Leute betrifft, dass sie sagen, okay, wenn Den es mir so Klassiker. schlecht geht, ich kann nicht aussteigen, weil ich kann ja nicht meine Familie in einen Abgrund stürzen oder ich muss ja dafür das Geld sorgen. Ja, das Gut, bei ist. mir war es natürlich, wie gesagt, so, ich war ja selbstständig, hatte ein Haus und ein Unternehmen. Und für mich stand dann auch die Trennung von meinem Partner an und wir haben das Haus verkauft. Und ich hatte natürlich auch so Rücklagen. Ich habe jetzt den Vorteil gehabt, ich war finanziell, sage ich mal, gut situiert und konnte es mir leisten, auch wirklich in meine Gesundung zu investieren. Natürlich hat die Krankenkasse so lange nicht bezahlt, das macht auch eine private Krankenkasse nicht mit. Das heißt, der Druck der Krankenkasse kommt wirklich so schnell wie möglich wieder gesund zu werden und arbeiten zu gehen. Nur ich habe dann trotzdem für mich gesagt, also für mich ist absolut Prio 1. Die Werte ändern sich ja auch dann in der Krankheit, wieder gesund zu werden. Und ich ordne dem alles unter. Ja. Ja, und Wie das ist gesagt, genau, glaube ich, ich der wichtig. Ich konnte glaube, das schon. ist auch der wichtigste Punkt in dem Ganzen, dass man dann sich entscheidet, egal wie es jetzt ist, ich weiß, es wird sonst nur schlimmer und wenn die Ärztin sagt, so lange braucht man, bis man da reinkommt und so lange kommt man auch wieder raus. Also das heißt, es ist so, bedeutet ja dann letztendlich, dass man wirklich gucken muss, dass man für sich sorgt. Und das hast du getan und dann hast du ja für dich jetzt auch auf eine ganz andere Weise den Weg gefunden, nicht mehr dich zu überanstrengen. Und das Genau. interessiert mich natürlich jetzt, trotzdem du selbst zu sein und dein Lebensziel zu verfolgen und eine gute Balance zu finden da drin. Und ja, wie hast du das geschafft? Ja, also prinzipiell sage ich mal, ist es mit sich jetzt sehr unterschiedlich. Erstmal ist der Burnout-Prozess und auch die Burnout-Krankheiten sind ja sehr unterschiedlich.
Es geht ja darum, letztendlich, welche Symptome habe ich und wie gesagt, wie ist der Heilungsprozess und. Das kann man gar nicht beschreiben. Ich kann nur aus meiner Situation halt erzählen, beziehungsweise was ich auch von anderen Klienten mitbekommen habe. Und trotzdem ist es sehr individuell. Ich Yes. für mich, ich bin ja jemand, entweder richtig oder gar nicht, sage ich mal einfach so. Das heißt, ich habe mich dann nach 3 bis 4 Monaten für eine achtsamkeitsbasierte Kur entschieden. Natürlich, ich wollte natürlich so schnell wie möglich gesund werden. Ja. Ja. Die Möglichkeit gibt es ja eigentlich nur, in die Klinik zu gehen beim Burnout, also 4 bis 6 Wochen in der Klinik. Das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, nur im Umfeld von Kranken zu sein. Da hatte ich irgendwie Horror vor, weil ich dachte, da wirst du ja noch kränker, da kann man doch gar nicht gesund werden. Und ich hatte das Glück, damals beim Googlen auf eine Kur getroffen zu sein. Das war eine achtsamkeitsbasierte Kur für 1 Woche. Und ich habe mir gesagt, die probiere ich jetzt aus. Und wenn die nicht hilft, kann ich immer noch in die Klinik gehen. Ja. Und parallel hatte meine Therapie, die Therapeutin immer von Achtsamkeit gesprochen, hat aber selber nicht mit Achtsamkeit gearbeitet. Und ich wurde neugierig und ich hatte vorher, 10 Jahre zuvor, schon mal mich mit Yoga und Tai Chi beschäftigt. Und dann wurde mir eigentlich auch klar, als ich mich da ein bisschen auf dann Bücher besorgt hatte und darüber gelesen hatte, was Achtsamkeit überhaupt bedeutet. Und ich habe mich dann auch gleichzeitig für eine Yogalehrerausbildung entschieden. Nämlich Achtsamkeit kommt aus dem Buddhismus und die Yogalehre ist ja auch mit Begründung des Buddhismus. Und habe dann die Kur gemacht und die war für mich sehr hilfreich. Und dieses Programm habe ich heute auch in meine Arbeit integriert, weil ich anschließend noch eine Coach-Ausbildung zu diesem Programm gemacht habe. Und für mich ist Achtsamkeit eigentlich das Hilfsmittel schlechthin. Jetzt muss ich natürlich sagen, ich habe mich sehr vertieft drin. Ich habe es nicht nur als Kurse gemacht oder als Kurwoche. Ich habe mich sehr tief mit der Achtsamkeit beschäftigt. Dazu verhalf natürlich die Yoga-Lehrer-Ausbildung und auch die Ausbildung in der Methode. Und bin halt ein absolut neugieriger Mensch und habe auch viel gelesen und mich haben auch viele inspiriert, sage ich mal, viele Bücher, die in den Bereich Lebenshilfe gehen. Das ist für mich auch zwei Vorbilder, Dan Millman und der John Strelecki, die einem eigentlich auch sehr gut unterstützen, einen neuen Lebensstil zu finden, einen neuen Weg für sich zu gehen. Das kann natürlich nur jeder selber entscheiden, ob er einen neuen Lebensstil für sich, ja, diese Wende einleiten möchte oder ob er in Anführungsstriche mehr oder weniger so weitermachen will wie zuvor, was ich keinem empfehlen kann, definitiv nicht. Nein, das führt ja auch so nichts. Das geht ja immer weiter runter, immer weiter bergab. Und ich glaube, wenn man im Burnout steckt, dann ist es auch definitiv so, dann kann man gar nicht mehr. Ne? Das ist das. Also ich kenne es auch noch von jemand anders, der mir das mal erzählt hat. Bei der war das auch so. Die war plötzlich orientierungslos. Die konnte sich nicht mehr. Die fand den Weg nicht mehr nach Hause. Es sind also richtig Ausfälle, richtig starke Ausfälle, die da passieren können. Und ja, du kennst wahrscheinlich noch mehr Symptome als ich jetzt speziell zum Burnout-System. Aber ich glaube, an dem Punkt fragt man dann auch nicht mehr, sondern man sucht nur noch nach dem besten Weg für einen selber, oder? Richtig, genau, ja. Also das ist Ja. auch der wichtigste Sinn eigentlich dabei, dass ich schaue, was mir gut tut. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, dass die Achtsamkeit aus meiner Sicht die wirksamste Methode ist. Ich habe auch keine Medikamente genommen. Es kam für mich überhaupt nicht in Frage, weil ich sowieso immer mit der Alternativmedizin unterwegs war. Ich habe traditionelle chinesische Medizin als Ärztin gehabt und mit Akupunktur und so weiter gearbeitet, begleitend, also nicht mit Medikamenten. Ja. Und das kam für mich nicht in Frage. Und natürlich musste ein Burnout ärztlich begleitet werden. Und es ist auch so, dass der Burnout eigentlich geschieht aufgrund gravierenden Energiemangel auch in den Zellen. Und da muss ärztlich auch etwas getan werden. Eine Therapie an sich, also die emotionale Erschöpfung zu bearbeiten, also von der psychologischen Seite, hilft überhaupt nicht aus, sondern es muss wirklich auch körperlich, also physisch was getan werden. Ah ja, Und die das Symptome, ist. die jeder auch hat als Kennzeichen, woran man Burnout erkennt und dass man wirklich drinsteckt, wenn man es für sich erkennt, vorweg, ist auf jeden Fall der Konzentrationsmangel und die Gedächtnislücken. Bevor die Erschöpfung kommt, auf jeden Fall ein Gefühl des Nur-Funktionierens. Ja, man hat schon das Gefühl und erkennt es auch, dass man im Hamsterrad läuft.
das weiß man zu dem Zeitpunkt schon, bevor die Erschöpfung kommt. Ein Gefühl der inneren Leere, was auch immer im Vorfeld passiert, ist, dass man sehr aggressiv wird, auch hart anderen und sich selbst gegenüber. Der Prozess nennt es auch an der Stelle Depersonalisierung. Ich verliere das Gefühl für mich selbst, ich spüre mich nicht mehr, ich vernachlässige meine Bedürfnisse, gehe also hart mit mir selbst und dem Umfeld um. Und daher merke ich zum Schluss schon, sage ich mal, ich merke, dass ich nicht mehr so bin wie früher. Ja? Ja. Merke schon, dass was nicht mehr stimmt. Die Frage ist halt nur, heute würde ich es vielleicht erkennen, sage ich mal, weil der Burnout in aller Munde ist. Aber damals, 2011, als mir es passiert ist, hat man vom Burnout noch nichts gelesen. Man hat mal vielleicht gehört von dem Sven Hannawald damals, ja, dass der an einem Burnout erkrankt ist. Aber es waren ja Einzelfälle, die durch die Presse gegangen sind. Ist ja Ja. nicht so ein Hype, sage ich mal in Anführungsstriche, wie es in den letzten Jahren entstanden ist, wo, ja, egal, braucht man nicht im Detail ausführen, aber zumindest weiß man es, auch wenn man sich vielleicht nicht damit beschäftigt hat. Das heißt jetzt nicht, dass die Menschen sich draußen nicht beschäftigen, die vielleicht schon betroffen sind. Das erkenne ich halt auch immer wieder, dass die Menschen schon gar nicht wissen, dass sie in einem Burnout-Prozess sind und sich darüber auch nicht informieren. Ja, weil leider ist es nämlich so, in den Zeiten vor, bevor es zur Erschöpfung kommt, passiert leider auch ein Prozess des Verleugnens und Verdrängens. Der gehört zum Burnout dazu. Und ich möchte natürlich auch nicht mir die Schwäche ein, gerade weil ich so ein Machertyp bin, ja. Ich bin immer stark, leistungsfähig, dominant, führungsstark und so weiter. Als so eine Persönlichkeit will ich mir gar nicht eingestehen, dass ich auch immer schwach und krank werde und dass ich nicht mehr leistungsfähig bin. Ja. Genau, richtig. Es ist toll, wie deutlich du das hier skizzieren kannst auch, weil ich glaube, dass das wirklich unglaublich viele Menschen betrifft, dieses Thema. Gerade wo wir heutzutage in die Selbstständigkeit immer mehr reingezwungen werden auch, sage ich mal. Viele wählen es sich gerne, aber viele sagen auch, es geht ja auch gar nicht anders und sind dann mit einem System konfrontiert, in dem sie sich irgendwie zurechtfinden sollen und müssen. Und du bist jemand, der den Menschen hilft, auf ihrem Weg für sich eine, sag ich mal, eine neue Zukunft zu planen oder ihr eigenes zu finden und das umzusetzen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, also ich arbeite in verschiedenen Phasen. Für mich ist immer das Wichtigste, wenn jemand in einer persönlichen Krise steckt. Ja, und jetzt nehmen wir als Beispiel den Burnout oder halt den Prozess, den ich gerade beschrieben habe. Wie gesagt, der Burnout, vielleicht fangen wir ganz kurz an, der Burnout ist ein Prozess, dass es für die Menschen auch nochmal klar wird, weil das ist, glaube ich, am wenigsten bewusst. Und dieser Prozess beginnt schon mit einem Überengagement, wenn ich noch überhaupt nichts von Krankheit weiß. Ja, wo ich mich eigentlich noch unheimlich energiereich fühle. Also es kommt letztendlich zum verstärkten, überengagierten Einsatz, wie ich den Machertyp am Anfang kurz skizziert habe. Irgendwann kommt eben dann der Prozess, wo ich meine Bedürfnisse vernachlässige, wo ich anfange zu verdrängen, ja, und auch ein sozialer Rückzug passiert. Das heißt, ich ziehe mich von Freunden zurück, von sozialen Kontakten. Ich werde auch mir selbst, wie gesagt, und anderen gegenüber härter. Das heißt, ich bin gar nicht mehr interessiert, so menschliche Kontakte zu haben, ja, was ja schon ungewöhnlich ist. Ja. Dann verändere ich mich ja auch im Verhalten. Allein wenn ich mich so hart und aggressiv anderen gegenüber verhalte, ist es ja schon eine Veränderung, wie ich ursprünglich gar nicht gewesen bin. Ja. Und Ja. dann, wenn es extrem wird zum Schluss, passiert eben diese Depersonalisierung, das Gefühl, das Verlust der eigenen Persönlichkeit, diese innere Leere, diese Sinnkrise kommt da auch dazu. Und eventuell auch eine Depression bis hin zum, ja, vielleicht zum Selbstmord, was ja durchaus schon auch passiert ist. Ja. Und die völlige Erschöpfung. Wobei dieser 12-Stufen-Prozess nicht jeder genau jede Stufe durchlaufen muss. Ja, das können auch Stufen übersprungen werden. Weil die Depression zum Beispiel habe ich gar nicht gehabt, bei mir kam zum Schluss sofort die Erschöpfung. Ja? Aber also ich würde sagen, von dem Stadium 10 direkt in das Stadium 12. Aber es ist nur einfach Ja. mal zu erkennen, dass so ein Prozess, der kann auch Jahre laufen. Ja? Das muss nicht sein, das kann in 3 Monaten passieren, weil ich vielleicht eine extrem hohe Belastung habe, als Beispiel mal, ich muss meine Mutter pflegen, habe Familie und noch einen Job und so weiter. Dann kann das relativ schnell gehen durch diese extreme Überlastung. Es kann aber auch ein schleichender Prozess sein. Der Burnout ist ja ein schleichender Prozess. Ja? Ja.
Und die Frage ist, wann erkenne ich es? Und je nachdem, an welchem Punkt ich es erkenne und rechtzeitig gegensteuere, kann ich natürlich auch viel schneller etwas tun. Oder ich warte bis zur Erschöpfung und dann ist der Weg sehr lang zurück. Ja. Ja. Und du machst es so in deiner Praxis, oder Praxis ist es vielleicht gar nicht, ich weiß nicht, wie du das für dich definierst, aber du hilfst ja Leuten als Coach, aus solchen Spiralen oder solchen Krisensituationen wieder herauszukommen. Sehe ich Genau. das richtig? Genau. Da wollte man nochmal auf den Prozess eingehen, den ich jetzt begleite. Genau. Also für mich ist immer als Basis diese eine Woche, die ich auch selber als Kurwoche damals erlebt habe und als Coach dann auch als Coach-Ausbildung noch weiter forciert habe, beziehungsweise auch durch die Yoga-Lehrer-Ausbildung natürlich die Achtsamkeit auch vertieft habe. Und diese eine Woche dient dazu, genau eben das wiederzufinden, was ich in dem Prozess verloren habe, wieder bei mir anzukommen, ja, wieder ein Gefühl für meine eigenen Bedürfnisse zu bekommen. Und es ist wirklich nach einer Erschöpfung ein langer Prozess. Erkenne ich das vorher noch, vor der Erschöpfung, kann ich da viel schneller wieder zu mir finden. Wir hatten ja schon gesagt, ein Burnout, Gesundheit, Gesundung kann Jahre dauern, manche ja auch gar nicht. Also da vielleicht auch nochmal zur Info, es sind, glaube ich, ungefähr ein Drittel, die in die Frührente gehen, weil die eben nicht mehr arbeitsfähig sind. Ja. Ja. Und für mich ist Achtsamkeit mit neben der medizinischen Versorgung das wirklich, wie ich sagen, Allheilmittel, aber es geht nicht ohne aus meiner Sicht. Ja. Für Ja. mich reicht, ich muss ganz ehrlich sagen, aus meiner Erfahrung reicht nicht eine psychologische Behandlung, weil Therapie wird heute bezahlt in der Psychoanalyse oder die Verhaltenstherapie. Ja. Und gerade die Verhaltenstherapie ist ja nur ein neues Konditionieren, ja, eines neuen Verhaltens. Mehr ist es ja letztendlich nicht, sage ich mal. Natürlich habe ich auch Erkenntnisse in dem Prozess und arbeite an mir selber, an der Persönlichkeit. Aber wirklich tiefgreifend wieder bei mir anzukommen und wirklich an meinen Normalzustand wieder heranzukommen, das kann ich nur aus meiner Sicht nur mit Achtsamkeit erreichen. Ich kann es als Beispiel, als ich in der Kur damals war, habe ich in einem Café gesessen und erstmals wieder gespürt, wie ich mich ja, seit 20 Jahren nicht mehr gespürt habe. Das ist mir in dem Moment ganz krass. Vom Gefühl her kann man das gar nicht beschreiben. Ich war einfach nur hier, ich saß einfach nur da, hatte so gut wie keine Gedanken. Ich fühlte mich einfach nur hier in der Gegenwart. Für mich gab es keine Vergangenheit, keine Zukunft. Ich spürte mich, ich spürte meinen Körper und hatte das Gefühl, so in der Art habe ich mich seit 20 Jahren nicht mehr gespürt. Ja. Und das war für mich eine der wichtigsten Erkenntnisse, dass ich das, was ich in der Zeit, in den 20 Jahren gelebt habe, definitiv nicht gesund sein kann und dass ich das auf jeden Fall ändern muss. Ja. Ja. Also ich arbeite auch sehr viel energetisch und eben auch aus diesem Prinzip heraus, wie du es so schön benennst. Und ich muss auch sagen, ich glaube ganz, ganz wesentlich ist tatsächlich das Yoga oder, also ich arbeite nicht mit Yoga, aber eben Meditation und die Energiereservoire wieder aufzufüllen. Und ich glaube, da gibt es ganz wunderbare und viele schöne Tools. Und ich bleibe jetzt noch mal so ein bisschen bei dir selbst, weil ich wohne in Berlin, aber du wohnst in Mühlhausen. Sehe ich Wir das sind richtig? Mülheim bei Baden, bei Mühlheim. Freiburg und Basel. Genau, du bist also ganz so anders als ich hier. Und bietest du dort vor Ort Kurse an oder machst du Einzelcoachings oder was machst du? Ja. Also wie gesagt, ich arbeite zunächst erstmal mit der, fasse es nochmal ganz kurz zusammen, mit dieser achtsamkeitsbasierten Woche, wo es darum geht, dass ich erstmal wieder bei mir ankomme. Als Überschrift kann man auch sagen, herauszufinden, wer bin ich wirklich und was will ich wirklich. Das ist für mich die erste Woche. Ja, es geht gar nicht darum, ein Burnout zu bearbeiten, sondern nach dem Burnout, wenn ich gemerkt habe, dass ich das, was ich bisher gelebt habe, muss ich auf den Prüfstand stellen, auch den Lebensstil verändern, dass ich den Menschen daraus helfe, ne, aus dem Teufelskreis, aus dem Hamsterrad herauszusteigen und sie begleite, herauszufinden, was sie wirklich wollen von ihrem Leben. Ja, letztendlich ist es fast ähnlich wie bei einer Midlife-Krise, weil da komme ich auch an einen Punkt in der Sinnkrise und denke, das, was ich die letzten 20 Jahre gemacht habe, möchte ich das wirklich noch machen? Ja, ist das das, was ich bis zu meiner Rente machen möchte? Und letztendlich kann man das eben
ähnlich heranziehen. Wir kommen alle irgendwann an einen Punkt, wo wir innehalten wollen, ja, wenn wir es nicht verdrängen. Ja. Ja. Entweder aus der Krise heraus oder aus einer Reflexion heraus, wo wir sagen, irgendwie fühle ich mich nicht sinnerfüllt, meine Lebensqualität stimmt nicht und das ist eigentlich nicht das Leben, was ich leben möchte. Und dann ist ein Punkt für mich, entweder verdränge ich es, ja, oder verleugne es, oder ich tue aktiv etwas. Und für mein Programm ist wichtig, ich möchte aktiv etwas verändern und die Selbstverantwortung geben. Und das machen wir in der ersten Woche. Dann habe ich halt zwei Folgepakete und das hängt davon ab, ob diejenigen weitermachen möchten. Das zweite Paket ist dann, dass ich herausfinde, gerade wenn ich nicht mehr in meinen Beruf zurück möchte, also etwas wirklich gravierend verändern möchte in meinem Leben, dass ich dann daran arbeite, vielleicht dazu auch ganz wichtig, ich glaube daran, dass jeder Mensch einzigartig ist und etwas Einzigartiges kann. Und was genau dieser Mensch einzigartig kann, wozu er berufen ist, das erarbeiten wir in dem zweiten Paket. Und im Ja. dritten Paket bearbeiten wir, wenn es halt Unternehmer sind, dann zielgerichtet daran zu arbeiten, an die Umsetzung. Ja, also wenn ich genau weiß, wer ich bin und was ich wirklich will, was meine Berufung ist, wenn ich diese Schritte hinter mir habe, dass wir dann in der Umsetzung, was heißt das jetzt für meine Umsetzung im Alltag, welche Ziele möchte ich mir setzen, welche Vision habe ich und für Unternehmer natürlich, wenn die Unternehmer bei mir im Coaching sind, was möchte ich einzigartig meinen Kunden bieten, damit ich mich auch von der Masse abhebe? Das ist für mich absolute Priorität. Ja. Ja. Ja, und kannst du das ein bisschen skizzieren, was dich da abhebt von der Masse? Ja, zum einen natürlich vielleicht auch mal ganz vorweg, also für mich ist die Achtsamkeit jetzt nicht Yoga und Qigong zu machen. Also das sind für mich jetzt Möglichkeiten, den sogenannten Achtsamkeitsmuskel zu stärken. Ja, und ich tue natürlich auch trotzdem regelmäßig jeden Morgen Yoga, Qigong und Meditation praktizieren, weil es einfach für mich als Machertyp ganz wichtig ist, nicht wieder in diese Schleifen auch hineinzugeraten. Aber ansonsten ist mir Achtsamkeit im Alltag. Also wenn ich die erste Woche allein mit den Kunden arbeite, ist es für mich die Achtsamkeit im Alltag zu praktizieren, wieder in einen normalen Zustand zu kommen. Wir sind ja dummerweise in der heutigen Gesellschaft so gestrickt, dass wir glauben, durch schneller, weiter, höher schaffen wir mehr. Aber leider ist ja genau das Gegenteil. Ja? In der Ruhe liegt die Kraft. Nur wenn ich ruhig, gelassen arbeite, kann ich wirklich mehr leisten. Und das ist so ein Missverständnis, ein Irrtum auch in unserer Gesellschaft. Ja. Ja, sehe ich genauso. Ja, und bietest du das dann als Gruppenworkshops an oder Einzelcoachings oder wie machst du das? Ich bin einmal hier in Mühlheim-Baden aktiv und biete es als Online auch an, als Online-Business-Pakete. Wenn jemand halt mit mir arbeitet persönlich, dann sind es immer 1-zu-1-Coachings. Und ansonsten biete ich halt alternativ ein Gruppencoaching-Programm online, was über meine Webseite gebucht werden kann, irisgünnicker.com und biete auch Online-Kurse, zum Beispiel zur Zielfindung. Da biete ich sogar einen kostenfreien Online-Kurs, den man im Selbststudium durchführen kann. Das heißt, die Online-Kurse sind eher für Menschen gedacht, die weniger Coaching-Unterstützung benötigen, die sehr, sehr viel auch selbst machen wollen. Wer die 1-zu-1-Betreuung braucht, der ist natürlich dann besser aufgehoben, zu mir zu kommen. Ich habe aber genauso Kunden, die ich online coache, ja, über Skype, die gar nicht herkommen, sondern die ich im 1-zu-1-Coaching auch online begleite. Das heißt, die Möglichkeiten sind unterschiedlich. Ich richte mich da voll nach den Bedürfnissen des Kunden, berate ihn aber auch ganz klar, was für sinnvoll erachte. Und für mich ist diese erste Woche, egal ob ich es hier mache, als Online-Kurs oder eben 1-zu-1 per Skype als Online-Coaching absolute Priorität und ich lasse auch keinen dran vorbei, weil ich genau weiß, ohne dieses Zurückfinden zu mir selbst brauche ich die anderen Schritte gar nicht zu gehen. Für mich ist es so, als würde ich nur ein Pflaster aufkleben und ich habe mir geschworen, dass ich das als Coach nie wieder tun werde. Natürlich aus der eigenen Erfahrung des Burnouts, ja, dass es wirklich nur hilft, aus dem Hamsterrad auszusteigen und zwar richtig. Was ich dann aus meinem Leben mache, das ist die Entscheidung des jeweiligen. Ob ich mein Lebensstil verändern möchte oder ob ich
in meinem bisherigen Umfeld, Arbeitsumfeld bleibe, aber dann muss ich das Wie ändern. Wenn ich in dem Arbeitsumfeld bleibe, egal in meinem Unternehmen, in meinem Angestellten-Dasein, was auch ist, gilt es, das Wie zu verändern. Ja? Und dazu ist auch wichtig, erstmal diese eine Woche zu machen, Ja, bevor ich tun kann. das, was Wunderschönes, ist auch mal aus einem Mund von einer Betroffenen diese positiven und kraftvollen und schönen Worte zu hören. Das heißt, nicht etwas, was angelesen ist und dann mal einfach so weitergegeben, sondern du hast es am eigenen Leibe erfahren. Und das heißt, wer zu dir kommt, der kann sicher sein, dass er einen kleinen Garantieposten sozusagen da gleich mitbucht. Natürlich kannst du keine Garantie geben dafür, dass jemand aus seinem Burnout rauskommt, aber sagen wir mal so, du redest jetzt nicht irgendeinen Käse daher und kannst die Menschen verstehen und abholen und geeignet leiten. Und ja, und das ist doch auch schön zu wissen für Menschen in dieser Zeit, die davon betroffen sind, dass es weitergehen kann und dass es nicht das Ende bedeutet. Ja, das ist meine feste Überzeugung, dass wir von unserem inneren Geist aus, von der Einstellung, vom Gehirn aus, von der Denkfähigkeit, von all dem, was wir besitzen, auch von unserer Energie her, dass wir wirklich schöpferische Energien haben und alles wiederherstellen und reparieren können. Ich bin da ganz zuversichtlich, dass da ganz viel geht und es ist schön zu wissen, dass du da im Süden Deutschlands auch live direkt sein kannst. Und ich freue mich, dass du mir heute so viele Fragen beantwortet hast. Und ich möchte dich noch fragen, möchtest du noch irgendwas am Schluss jetzt sagen von diesem Interview? Ja, vielleicht ist ganz wichtig, der Prozess, den ich ja, wenn ich eine Krise hinter mir habe, mich drin befinde, wie auch immer, ist natürlich auch von starken Selbstzweifeln geprägt. Ja? Und, oder auch den Weg hinaus. Es ist ganz wichtig, dass wir erkennen, dass wir durch unsere Evolution und durch die Prägung in der Kindheit, dass wir in selbstgesteckten Grenzen festhängen, jeder Mensch von uns. Und das spielt keine Rolle, ob ich jetzt eine Krise oder Krankheit gehabt habe. Jeder Mensch nutzt nicht sein Potenzial, was er hat, seine Möglichkeiten. Ja? Genau. Die Gefahr ist, oder andersrum, die Erschwernis in der Krise, Burnout, ist natürlich, dass noch andere Faktoren hinzukommen. Ich fühle mich halt nicht mehr wertvoll, habe Selbstzweifel, ob ich wieder gesund werde und, und, je nachdem, wie schwierig die Krankheit oder Krise ist. Ja? Aber entscheidend ist für mich wirklich, egal ob Krankheit oder nicht, dass ich innehalte und den Mut habe, meine Ängste zu überwinden, aus meiner Komfortzone herauszugehen und wirklich das Leben lebe, was ich leben möchte. Da vielleicht ganz kurz auch, wenn wir es einfach noch nutzen, ich habe die Ja. Tage ein Video von Brian Tracy gehört, einer der bekanntesten und erfolgreichsten Trainer weltweit. Auch schon über, glaube über, ich weiß gar nicht, wie alt es ist, mit Sicherheit über 70 oder vielleicht schon 80. Bestimmt. Und er hatte es auf den Punkt gebracht, wenn du etwas lebst, was du nicht liebst, weil du einen Beruf zum Beispiel, ein Unternehmen hast, was auch immer, was du nicht liebst, wenn du etwas tust, beruflich, was du nicht liebst, kannst du immer nur durchschnittliche Leistung bringen. Mehr ist gar nicht möglich. Außer du gehst eben ständig über deine Grenzen, du kämpfst praktisch dagegen an und dann kannst du natürlich auch erfolgreich sein, aber mit einem riesen Kraftaufwand, der vollkommen unnötig ist. Ne? Ähnlich wie ich ihn ja auch gelebt habe. Ja? Ja. Und ich kann eigentlich nur einladen, jeden Menschen, nicht nur der in der Krise ist, innezuhalten, herauszufinden, was ich wirklich will und das zu leben, was ich wirklich liebe. Weil Genau. der Lohn ist, dass ich dann eine Kraft und Energie habe und etwas tue. Ich kann das selbst ja jetzt, wo ich meine Berufung als Life- und Business Coach lebe, sagen, es geht so eine Energie aus der Arbeit heraus hervor. Es ist so, ich möchte gar nicht mehr trennen zwischen Arbeit und Freizeit, muss nur eben auf meinen Machertyp ein bisschen achten. Ich trenne auch nicht mehr zwischen Arbeitsleben und Rentenleben. Die Grenzen verschwimmen total, weil ich bin mit dem, was ich dann lebe, was ich liebe, total im Flow. Ja, ich nehme es auch gar nicht mehr als Arbeit wahr,
war, weil es mich absolut ausfüllt. Und da kann ich nur jeden Menschen zu einladen, das zu tun. Genau, das Stichwort, was du gerade sagtest, nicht nur dann, wenn es schon am Ende ist oder wenn man schon nicht mehr kann, sondern in dem Moment, wo du dieses Interview hörst, letztendlich schon mal innezuhalten und dich zu fragen, möchte ich so weitermachen? Ist es mein Leben? Ist mein Leben schön? Ist es in Ordnung? Ist es das, was ich liebe? Weil letztendlich kann das Leben immer auch ganz schnell vorbei sein und man hat nicht das gelebt, was man leben wollte. Und dann wäre es Leider schade drum, ne? erkennt man das dann meistens erst, wenn man auf dem Totenbett liegt, so krass sich das anhört. Ja? Ja. Ich kann vielleicht mal einladen, kleinen Test zu machen, einfach mal zu überlegen, was würde ich tun, wenn ich noch ein Jahr zu leben hätte? Ob es wirklich das ist, was ich bisher tue? Das vielleicht mal als kleine Übung zu tun. Genau. Ja. Ja, wenn du noch irgendwas weißt, was du jetzt noch hier sagen möchtest, also ich bin jetzt erstmal ganz inspiriert es deckt sich auch mit ganz, ganz vielem, was ich denke. Nun, ich habe das Burnout jetzt nicht erlebt, aber mein Leben ist sehr vielschichtig und vielgleisig. Ja, also ich lebe mehr oder weniger parallel mehrere Funktionen, mehrere Lebensstrukturen. Und da gilt es auch immer, diese sehr, sehr gut in Balance zu halten und zu schauen, dass man nicht falsche Prioritäten setzt und dass man klar bleibt und so. Und das ist auch eine gehirntechnisch eine, schon eine große Leistung. Und Brian Tracy, wo du es jetzt gerade sagst, ich habe auch neulich, ich glaube, das war das gleiche Video, was wir gesehen haben, der sagte ja auch, es ist wichtig, dass man eins nach dem anderen macht und nicht tausend Sachen gleichzeitig, ja. Genau. Und sich für eins entscheidet. Also mir mit meiner Veranlagung gelingt das gar nicht. Ja, Das das muss ist ich mal leider dazu auch sagen. ja, die Schwäche des vielbegabten Scanners. Der schafft es gar Ja. nicht, nur sich auf ein Thema zu konzentrieren. Ich würde dann immer empfehlen, zu schauen, mit diesen verschiedenen Stärken und Wünschen und Zielen, die ich habe, wie kann ich das integrieren, dass ich trotzdem eins draus mache? Das ist für mich Genau. zum Beispiel, kann ich vielleicht ganz kurz erwähnen, ich bin ja nach dem Burnout erstmal ins Life-Business-Coaching gestartet. Und als ich wieder gesund war, war mir klar, ich brauche das Business, das brauche ich auch für meinen Machertyp als Ausgleich. Und ich habe dann wirklich geguckt, wie kann ich das Unternehmensbusiness mit dem Achtsamkeitscoaching und Life-Coaching halt integrieren. Ja? Und diese Positionierung für mich, ich bin erstmal parallel gestartet, war für mich die Erkenntnis jetzt Anfang des Jahres, eben auch gerade mich auf Unternehmer zu konzentrieren, die in einer Krise sich befinden, weil da kann ich beides machen. Ich bin sowieso ein Coach, der nicht nur auf das Life guckt oder nur auf das Business, sondern es immer integriere, weil es geht nicht anders. Für mich ist das Thema auch Persönlichkeitsentwicklung. Und Persönlichkeitsentwicklung hört nicht im Beruf auf und nicht im Privatleben auf, sondern es muss beides integriert laufen. Wenn ich als Genau. Unternehmerpersönlichkeit mich nicht weiterentwickle, dann komme ich irgendwann in den Punkt, wo ich im Burnout lande oder zumindest kurz davor oder eine andere Krankheit wie ein Herzinfarkt, Gehörsturz, Hirnschlag, was es alles so gibt. Ja. Ja. Ja, ich denke auch, diese Gleichzeitigkeit von beherzten Dingen und ja, kopflastigen Dingen, das ist sowieso ganz wichtig, dass man da eine Balance hinbekommt dafür. Also weder das eine noch das andere ist im Überschuss gut, ja. Und weil du gerade noch sagtest, ja, einen gemeinsamen Nenner herstellen oder zu wissen, wo läuft das alles zusammen, das kann ich nur dazu noch sagen, es ist für manche Menschen auf lange Zeit vielleicht gar nicht sichtbar. Richtig. Warum? Verschiedene Sachen parallel laufen müssen. Für mich ist das mehr oder weniger in meinem Leben eine Allround-Ausbildung, die am Schluss, wo ich jetzt langsam von oben drauf gucke, mal sehe, wow, das ist aber ein Reichtum an
an Informationen, die ich gelernt habe, die kann ich alle zusammenfügen oder sie fügen sich von alleine irgendwann auch zusammen. Also das ist eigentlich auch ein Prozess, den man ja gar nicht unbedingt aktiv machen muss, Richtig, sondern genau. einfach sagen kann, einfach ich beobachte mal, was ist denn da eigentlich und das ist ja interessant. Und dann kommt man auch selber zu einer schönen Wertschätzung von dem, was man schon so erlebt hat. Ja, das ist Reichtum. Und so sehe ich auch viele negative Erfahrungen oder Sachen, die anstrengend waren. Ja, Schule ist ja auch nicht immer leicht, aber bringt dann manchmal auch gute Abschlüsse. Und so sehe ich das natürlich auch für mich manchmal als etwas, wo einfach nur Reichtum, emotionaler Reichtum daraus hervorgeht, den mir niemand nehmen kann. Also das ist mehr Reichtum als ein Haus oder als ein Auto oder das ist ein Reichtum, der ist mir innewohnend. Und das ist auch, wenn man jetzt mal weiterdenkt, für Menschen, die wieder aufgestiegen sind, ja, also die das wieder geschafft haben, ist das ja auch das, woraus sie schöpfen können. Also Richtig, das, genau. ne, Ja. so wie bei dir es auch war, du hast das ja durchaus integriert. Also deine Erfahrung mit dem Burnout hast du integriert in deine neue Unternehmensstruktur. Ja, ich hatte mich auch gefragt, ne, warum muss ich diesen Umweg gehen, ne? Aber jetzt im Nachhinein, wo ich für mich letztendlich die ganz klare Positionierung von der Zielgruppe gefunden habe, wo ich beides integrieren kann, ist auf einmal alles klar, der Weg. Ja, ich musste selbst den Weg des Unternehmers gehen. Ich musste den Burnout erleiden, um in das Thema Achtsamkeit tiefer einzusteigen. Ja, und um das eben jetzt zu integrieren können, um Unternehmer zu helfen, die in die persönliche Krise geraten sind. Ne, Genau. also mir wird es ja genauso gehen oder mir ist früher auch so gegangen. Ich hätte mich nie von jemandem coachen lassen können, der keine Führungserfahrung hat und möchte mir als Führungskraft sagen, was ich besser tun zu lassen habe. Ja? Ja. Ich kann viel eher annehmen, wenn jemand selbst die Erfahrung gehabt hat und den ganzen Prozess versteht und auch diese Höhen und Tiefen versteht, als wenn jemand theoretisch darüber spricht. Ja, das ist was ganz anderes. Ja? Und Ja. mein gesamter Lebensweg hat eigentlich jetzt praktisch, wenn ich zurückblicke, meine 55 Jahre, die ich gelebt habe, haben all dazu geführt, dass ich heute, und zwar erst mit 55, die Berufung gefunden habe, den Traum lebe, den ich wirklich leben möchte. Wobei ich Ja. den natürlich die letzten Jahre schon lebe, aber so, wo ich endgültig sage, so, jetzt bin ich angekommen. Aber wer weiß, vielleicht ist in 5 Jahren nochmal was anderes dran. Und das Schöne ist ja, ich meine, wenn man sich das jetzt mal überlegt, 50 Jahre, was sind 55 Jahre, ja? Ich meine, wir haben ja fast das Doppelte nochmal zu leben. Und viele Menschen hören in dem Moment ja schon auf zu leben, ne? Viele sagen ja schon so, jetzt gibt es nur noch die Fernsehsendung und das regelmäßige Essen kochen und Essen wieder abdecken und einkaufen gehen und das war's, ja, für den Da Tag. kann ich definitiv sagen, bei mir nicht. Ich glaube, ich Nee. werde bis zu meinem Lebensende neugierig werden und bleiben und gar nicht wissen, wo ich hin mit meiner Zeit soll. Für mich könnte die 48 Stunden der Tag sein. Ja, das geht mir auch immer so. Ja, wunderschön. Ja, Iris, ich glaube, wir haben ein schönes, langes Interview gehabt mit dir. Und ich freue mich, wenn wir da vielleicht auch noch mal die Gelegenheit haben werden, das ein bisschen zu vertiefen. Sehr viele interessante Dinge, die du sagen kannst. Ich wünsche dir sehr viel Erfolg. Ich dir auch, Friederike. Danke. Danke dir Danke. recht herzlich für das Interview. Danke. Und wir sehen und hören uns zu einem späteren Zeitpunkt, Genau. denke ich, ne? Ja, okay. Danke. Tschüss.